Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer neuen Folge von Rome Total War 2 in der Zorn-Spartas-Kampagne mit Athen. Ja, beim letzten Mal haben wir die Provinz Böotien restlich eingenommen. Unser lieber General und Seitenanführer ist hier schon auf den Schiffen eingeschifft und ist am Weg Richtung Pronoi, um hier die Siedlung für uns einzunehmen. Gerade gesehen, dass hier unten eine 19er Armee in Korinth steht, war eigentlich gerade so ein spontaner Gedanke von mir, während wir uns hier drüben schon rund um den Peloponnes und hier weiter nördlich herumtreiben, dass unsere Hauptstadt ja ein bisschen ungedeckt ist. Die hat ein bisschen Garnison, aber mit so einer 19er Armee kann die auf jeden Fall nicht mithalten. Aber wir haben da ja noch unsere Schrecken des Phobos, die wir ja vorerst einmal in dem Bereich hier halten können. Du gönnst dir nix, weil du hast 2 Geld. Können wir die 890 dann irgendwo investieren? Okay, die Antwort lautet wohl nein. Die Flotte meldet sich! Nennt mich nix. Ja, schau mal, was da oben so los ist. Weil hier der Aetolische Bund hat beim letzten Mal Anactorio noch eingenommen. Das war zuerst auch unter Kontrolle von Korinth. Also da haben wir scheinbar denselben Kriegsgegner. Und hier oben, weiter nördlich, haben wir Epirus. In der letzten Siedlung, hier oben. Und die 10.000 sind unterwegs. Das heißt, die Epirea werden nicht mehr allzu lange leben, schätze ich. Du hast noch ein Level Up. Ja, ist okay. Gut, dann sind wir es eigentlich auch schon wieder und können in die nächste Runde. Schiff ahoi! Schiff ahoi. So, gut. Eine weitere Technologie. Jetzt können wir nämlich Stufe 3 Gebäude bauen. Minus 4 Nahrung, das kostet dann schon ein bisschen was. Aber sollte natürlich auch... Oder auch nicht. Die Garnison verbessern, wollte ich eigentlich sagen. Weitere Technologien, ja, machen wir hier mal den organisierten Nachschub. Gibt's hier irgendwas, was Forschungsrate pusht? Athene, das klassische Bauwesen. Klingt nach einer etwas späteren Technologie. Aha. Oh ja. Leicht, eine etwas spätere Technologie. Na gut. Ja, dann baue hier mal Stufe 3.
Okay, das ist diese Flotte mit 11 Schiffen und das hier die mit 2. Da stehen die Elysianer wieder in der Gegend herum. Du bildest aus, ist okay. Gut, dann kommt die Offensivflotte. Die ganz viel Reichweite hat, scheinbar. Alle Mann an die Ruder! Ganz viel Bewegungsreichweite. Eure Befehle. Und ich würde fast sagen, der Leosthenes ist eh keiner von uns. Das hatten wir beim letzten Mal. Ja, du. Die Flotte meldet sich. Ich würde fast sagen, wir legen die Flotten hier zusammen. So und so. Dann kommst du hier hin. Gibst ihm die vier Schiffe. Und du gehst weg. Es ist eine Ehre, zu dienen. Fantastisch. Bitte verbessern. Ich erwarte eure Befehle. Die Freunde der Nereiden. Komm, wir riskieren das jetzt. Vielleicht spart uns das jetzt eine Runde, damit wir die Insel in dieser Folge noch angreifen können. Der liebe Streiter. Komm, du machst ebenfalls den Hoplit. Ja, und dann braucht er noch ganz recht, werden wir noch weitere Kretas. Aber ansonsten auf jeden Fall noch ein bisschen Hopliten-Infanterie. Gut, einen Speicherer machen wir und ab geht's in die nächste Runde. Zügellose Piraterie. Na klar, jagen. Haben die Ionier eigentlich schon Stress mit den Persern? Na, immer noch nicht. Haben die Perser Stress mit irgendwem? Auch nicht. Die teuflischen Expansionisten, die uns minus 99 gern haben, dann halt einfach nix. Ja, aber was weiß man, was da noch kommt? Was weiß man, was da noch kommt? Männer. Oh, okay. Da gab es eine Rückeroberung. Ich bewege mich unbemerkt. Gibt es nichts weiteres? Und die Kohle. Zu euren Dienst. Oh. Kommandant? Ist die Frage, ob wir die 2 Runden Zeit bekommen. Ich meine mal, dass der zu uns will. Du komm mal raus. Ausrücken. Für Ruhm und zu euren
Und das soll sie die Armee mal ansehen. Von der Rekrutierung her, irgendwie schauen wir die an wie Steinschleuderer. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee komme. Ja, und ihr holt euch noch 3 Einheiten Hopliten. Mein Schwert gehört euch. Ich bin der Held. Kannst du dem irgendwas Böses tun? Gar nicht so negativ, wie es eigentlich sein könnte. Ein Messer in die Rippen vielleicht? Oder auch in der nächsten Runde erst. Spartanische Hopliten. Ja, irgendwas sagt mir, dass wir auf jeden Fall da die besseren Hopliten brauchen. Wenn wir mit den Spartanern offen die Klingen kreuzen. Oder besser gesagt die Speere. Die Phalanx-Ausbildung. Hier, das da. Brauchen wir unbedingt als nächstes. Wo kommt denn ihr daher? Okay, vielleicht nimmt die Kampagne hier doch noch ein bisschen an Fahrt auf. Die mutigen Gefährten. Gut, gut, gut. Die klassischen Bogenschützen kommen raus. Wir nehmen uns Kretas. Am besten alle 3 Einheiten. Ja, und du hast Geld. Das war's dann geldmäßig schon wieder. Unsere weitere Flotte braucht noch 2 Runden. Okay, also da kündigen sie dann doch noch ein paar etwas spannendere Situationen an. Wenn es denn so sein soll. Gut, er fährt wieder zurück. Ah, das war diese 19er Armee, die vorher in der Stadt war. Okay. Verstehe, verstehe. Festspiele des Dionysos. Okay, dann wie gesagt hier die Phalanx-Ausbildung. Bitte sehr. Jetzt würde es mich interessieren. Naja, das können wir jetzt nicht sehen, leider Gottes. Was wir in diesem anderen, in diesem Ausbildungsfeld, was wir da bauen könnten. Oder wo wir das überhaupt bauen können, dieses Ausbildungsfeld. Okay. Schade, wir haben da recht wenig Bewegungsreichweite. Soll heißen, der wird uns vermutlich angreifen. Kleines Experiment. Ich weiß nämlich nicht, ob die Landarmee, die wir hier begleiten, ob das so ist, dass die Bewegungsreichweite der Flotte senkt. Weil wir haben ja hier diese Landarmee dabei. Und ob das so ist, dass diese Transporter, auf denen sich diese Landarmee befindet, ob die Bewegungsreichweite der gesamten Flotte senken. Weil sonst könnte man ja mit der Flotte, also mit den Militärschiffen hier ausscheren. Mit denen ihn angreifen und mit den Transportern weiter zur Siedlung. Und ob das funktioniert, möchte ich jetzt probieren. Hier kommt es da raus. Ja, genau so. Genau so dachte ich mir das. Ich erwarte eure Befehle.
Ja, machen wir in der nächsten Runde. Vorher machst du diesen hier. Bisschen blöd, da jetzt natürlich reinschauen, wenn hier noch irgendwer kommt. Aber ist ja egal, wir kommen ja wieder zurück, ne? Wir können uns ja wieder dran stellen. Der Weg voraus ist versperrt. Gut, Epirus ist down, wie ich es mir dachte. Und die Kohle wandert. Bitte in den Glasmacher, weil der nochmals 4% Forschungsrate dazu gibt. Ja, und dann wären ein paar weiterführende Nahrungsgebäude eigentlich sehr gut. Die Dorische Ordnung. Klingt wie Star Wars, ne? Erste Ordnung. Ah ja, hier. Ja, wäre auch gut als nächstes, ne? Wäre auch gut. Weiter nach Ambrak hier. Und der Konon. Wie kann ich euch dienen? Jo. Genau das habe ich befürchtet. Kannst du. Ja, ich glaube, der könnte Athen angreifen. Nächste Runde. Das ist jetzt eine leicht dumme Situation, weil er sich jetzt aussuchen kann, ob er Athen oder Theben angreift. Weil ich meine, er erreicht beides, aber er steht natürlich näher an Athen. Komm, dann machen wir Folgendes. Aber wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, die lässt du weg. Und wir gehen im Gewaltmarsch. Nein, wir gehen noch nicht im Gewaltmarsch nach Athen. Vorher holst du dir. Holst du dir. Den. Die. Einer von den anderen Bogenschützen kommt weg. Da führt uns die Kohle jetzt für den. Ja, dann halt den Pelassen, meine Güte. Und jetzt rein in die Stadt. Mit ein bisschen Glück. Ja, doch, man sieht's hier. Er kann Theben belagern. Shit. So weit so unschön. Vielleicht müssen wir Theben dann zurückholen. Oder unseren Perikles hier zurückziehen, wobei das natürlich auch blöd ist dann. Ja, okay, gibt ja doch ein bisschen Gegenwehr in dem Run, so ist es nicht. Damit kann er sagen, es ist zu leicht hier, ne? Steht euch zur Verfügung.
Der belagert sogar schon. Unterwegs. Fleißig, fleißig, lieber Thessalischer Bund. Nehmen uns hier die Arbeit ab. Gut, dann schauen wir, was das wird. Ob wir jetzt wirklich unsere zweitwichtigste Stadt verlieren. Wobei, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht nachgesehen, ob Theben mehr Kohle bringt als unsere nördlichen Provinzhauptstädte. Oder wir verlieren Lorien. Das wäre natürlich auch eine Option. Also wenn wir eine Garnisonsarmee drin hätten, die Bogenschützen hat, ist es glaube ich schon eine gangbare Taktik, eben mit Brandpfeilen seine Schiffe möglichst in Brand zu setzen, während er oder bevor er in dieser Situation mit seinen Schiffen landen kann. Aber nur mit Plänklern ist das glaube ich ein bisschen mehr. Ja, das holen wir uns wieder an anderer Stelle. Ist jetzt schade drum, aber diese obere Flotte hat jetzt einfach ein bisschen zu lange gebraucht mit diesen vier, mit diesen Schiffen, die vier Runden brauchen, bis sie ausgebildet sind. Das ist jetzt ein bisschen schade. Aber die Siedlung werden wir uns zurückholen. Die ebenfalls. Okay, das kostet Geld. Moment, gibt es zwei Nikiasse? Kann das sein? Bist du unser Nikias? Fragezeichen. Ja, unserer heißt Likander. Okay. Shit und so. Gibt es irgendwen von uns? Wenn sie der unabhängig erklärt und gerade bei unserem General an der Hauptarmee dran ist, während die auf See ist, dann könnten die unsere Hauptarmee ganz einfach mal hinfort spülen. Das wäre ein bisschen unschön. Aber wir kommen ja an Land vorher, ne? Ey! Was soll der Müll? Gut, dann anders. Dann machen wir das halt so. Ich hätte das ein bisschen anders geplant, aber die Befehle sagen nein. Gut, da oben am Brakia ist gefallen, dann machen wir das jetzt wirklich so. Der Perikles kommt zurück. Und der fiese Nikias vertschüsst sich. Irgendwohin, wo er kam, am Zager gehen kann.
im Idealfall. So. Das sind zwei, das ist unschön. Okay. Eine spartanische Offensive, auf die ich mir ein bisschen zu wenig vorbereitet habe, so wie es ausschaut. Zu euren Diensten. Also ja, das mit dieser Insel war ein kompletter Fehler. Aber wirklich ein kompletter Fehler. Ja, das dauert 3 Runden, meine Güte. Gut, dann machen wir hier Folgendes. Holen wir uns irgendeinen dieser Kandidaten wieder zurück. Jünger von Poseidon. Sorry, wie hat der Name geheißen? Die Jünger von Poseidon, der Lakedaimos. Du. Kannst dein Vermächtnis wiederholen, die Getreuen der Helene. Ja. Gehst rein nach Theben. Und du hast ein heroisches Opfer vor dir, wenn der jetzt gleich angreift. Ich erwarte eure Befehle. Jo, und hier, wir haben zwar Fullstack, nur ein bisschen wenig Infanterie für meinen Geschmack. Was in dem Fall relativ gaga ist. Und er ist nur dazu in Lagerstellung. So heißen seine Türme können ballern, was das Zeug hält. Alter. Wenn das zumindest eine normale Feldschlacht wäre, könnte man ihn beballern aus der Ferne. Weil wir haben ja eindeutig die Fernkampfüberlegenheit. So ein befestigtes Lager, da kann der einfach die Ausgänge blockieren und uns anrennen lassen. Wir haben nur 5 Einheiten Hopliten. Ja, ich würde mir sagen, wir müssen ihn hier kommen lassen. Wenn der nicht in Lagerstellung wäre, dann würde er den Angriff wagen. Dann könnte man ihn beballern. Aber so. 46, 26, 83, 80. 40, 26, 23, 59, 89. In der Rüstung sind wir sogar besser. Grundmoral 84. Grundmoral 66, ja, okay. Die sind einfach besser. Ja, dann müssen wir das leider jetzt einmal so geschehen lassen, was auch immer jetzt gleich passiert. Die mutigen Gefährten bleiben genau da, wo sie sind. Du kommst runter.
Und dann schauen wir, ob uns gleich wirklich alles... ...in den Hintern beißt. Er hat so den Erlass verklickt, ist okay. Okay, der verdünnisiert sie, das ist gut, das ist sehr gut. Dieses Volk ist eine Gefahr. Eure Generäle sind gut positioniert. Eure Entscheidung? Gut. Und wir kriegen halt direkt Verschleiß in der ersten Runde. Das ist halt heftig. Die ganze Provinz Chalkidike. Juhu. Okay. Stimmt, kann man das nicht... Stimmt, man kann das irgendwo nachsehen, ne? Ja. Okay. Kann das sein? Für Tod und Ehre! Alter, hat's den General instant? Na, oder? Hat's den General instant zerwerkt gerade? Oder ist der despawned, weil... Okay, vielleicht ist der mit seiner Armee einfach despawned, weil die Sezession da oben ausgelöst worden ist. Das kann sein. Weil es wäre ein bisschen heftig, wenn man da Armee reinrekrutiert, er greift an und von der... Und über die nächste Runde hinweg, dass man so viel Verschleiß frisst, dass gleich die ganze zusätzliche Armee weg ist. Wäre ein bisschen heftig. Okay, du... Aber mit Argos jetzt Stress eigentlich? Nein, mit Argos haben wir keinen Stress. Die mögen uns zwar nicht, aber im Krieg sind wir zumindest nicht. Eure Befehle? Legt euch ins Zeitmänner! Anhalten! Ja. Das ist ein Risiko. Wir könnten hier vielleicht an Land schon direkt. Komm, Grenzverletzung. Vorräte werden gesammelt. In Bewegung. Ich erwarte eure Bewegung. Huiuiuiuiuiuiui. Du kommst hier hin. Ah, der ist es. Okay, der ist das. Alles klar. Ja genau, was hast du? Das sind lauter spartanische Obliten, ein paar periökische Obliten, ein paar Jugendliche. Das sind diese Axtkerle. Okay, du hast nahezu nichts bei Fernkampf. Wir speichern das mal schnell. Der braucht mindestens zwei Runden, bis er hier ist, ne? Der würde hinkommen im Gewaltmarsch, ne? Ich erwarte eure Befehle. Du kommst dann mal hier hin. Und ich meine, jetzt müsste als Verstärkung
verfügbar sein. Ja, genau. Genau das. Wir würden jetzt irrsinnig gern die Map ansehen, um die taktische Lage abzuchecken. Weil das ist nämlich ein spannendes Ding, auf jeden Fall. Nochmal ablehnen. Das schmerzt jetzt ziemlich, dass wir da nicht hinkommen. Bis Laurion. Ja, dann komme ich hier hin. Ah, das fuchst mir jetzt. Das fuchst mir jetzt ziemlich. Okay, und hier oben müssen wir uns ebenfalls verteidigen. Brauchen wir ebenfalls eine Armee. gibt's irgendwen? Pericles, du könntest langsam erwachsen sein. Magst nicht mit 10 Jahren schon eine Armee anführen? Ja gut, Kindersoldaten, ich weiß. Kommandant? Eigentlich wäre der wie geschaffen dafür. Ich erwarte eure Befehle. Aber du musst ein bisschen Zakynthos verteidigen. Gut, dann muss das halt irgendwer anderer sein oder einer von der richtigen Fraktion. Gut, beide minus 10. Ja, dann nimm den Diodotos. Außer es gibt noch einen von uns. Gut, träumen wird man ja wohl noch dürfen. Aber wir aufstellen. Und du holst da ein paar leichte Hopliten. Und einen Bogenschützen. Weil hier ist Makedonien. Der kann eh nur zu uns wollen eigentlich, ne? Also hier oben noch Amphipolis. Okay, Leute. Dann hat der Run in diesem Part ein kleines bisschen an Action gewonnen. Wir müssen unseren Anführer schnellstmöglich zurückziehen. Der macht's hoffentlich noch ein paar Jahre, weil der muss nur die Spartaner hier abwehren. Beim nächsten Mal schauen wir, dass wir Theben hier freiboxen. Ein bisschen Verschleiß kassieren die aber auch. Ja, ich würde hier den Angriff beim nächsten Mal einfach mal wagen. Weil, wie gesagt, wir haben hier auf jeden Fall die Fernkampfüberlegenheit. Wir können ihm hier ziemlich in den Rücken Dacker geben. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Ding. Und hier schauen wir, dass wir Laurion einfach wieder zurückholen. Und wenn der dazu kommt, die neuen kriegen wir auf jeden Fall. Kann man dir nicht eigentlich sagen... Geht das in Rome 2 schon, dass man dem Verbündeten sagen kann, welche Flotten er angreifen soll? Willkommen, willkommen! Gut, geht glaube ich noch. Im Geiste der Olympischen. Mögen euch die Götter des Olymps segnen. Was ist es, das euer nobles Volk. Okay. Jo, genau. Also beim nächsten Mal wird es heiß hergehen. Falls ihr Bock drauf habt, schaltet gerne wieder ein. Wenn wir die mächtigen Spartaner in die Schranken weisen, in 2 Runden ist dann auch die Technologie fertig, dass wir die größere
Stufe, also die nächste Stufe bei der Kaserne entwickeln können. Und ja, wie gesagt, die heftigeren Hopliten brauchen wir auf jeden Fall, damit wir im Nahkampf uns halbwegs gegen die Spartaner behaupten können. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.